Servus Leute, zurück zu Let's Play Heroes 5.5. Wir haben jetzt die östliche Seite unserer kleinen Startinsel erkundet. Dort unten ist noch ein sehr juicy aussehendes Item. Aber der Gegner, der davor steht, sieht auch ganz gut muskelbepackt aus. Von daher lassen wir es doch erstmal, nicht wahr? Hier alles wirklich eingenommen? Ja, gut, bis auf das, aber Challenging, auf Challenging brauche ich jetzt. Ich brauche keine Challenging-Herausforderung, das kostet zu viele Ressourcen. Kostbare Ressourcen. Böse Mod. Tut einfach mir hier ein paar Ressourcen, die ich mir sonst in einem normalen Spiel vielleicht gegönnt hätte, entwenden, indem ich sie mir so nicht gönnen kann. So, erstmal, das ist ganz wichtig für mehr Gold. Und ja, natürlich, die sind alle drei sehr wichtig. Dann, Kloster ist geil, aber Gold ist auch geil. Gold ist immer geil. Es lebe der Kapitalismus. Zauber gelernt. Nice. Okay, das Problem ist, ich kann sie nicht upgraden. Wenn ich sie upgraden könnte, hätte ich schon deutlich mehr Platz hier. Oh, ich könnte aber mir das da gönnen. Ich könnte mir das da gönnen und das da gönnen. Einfach mal gönnen. Volle Gönnung hier. Was kann ich hier mir gönnen? Noch eine Nekromanten? Die und seine Truppen könnte ich mir gönnen, aber ich brauche es nicht. Nicht zwingend. Sachen Bogenschützen. Ja, habe ich jetzt auch keinen großen Bedarf. Weil ich gerade die weiterentwickelten Bogenschützen habe. Na gut, dann... Oh, was haben wir hier? Oder das Gold... Schließen wir einen Vertrag mit ihm ab. Zornesfaust. Dann gehen wir mal hier rüber und schauen, was es hier so Feines gibt. Ich frage mich, ob die KI auch irgendwann zu mir käme. Als ob sie nur patrouilliert oder auch... Ah, gut. Ich habe keinen Bock, gegen die Gremlins zu kämpfen. Gut, dass sie abhauen. Oh, plus 2 Luck. Das nutze ich doch gleich mal. Hier haben wir Erz. Das habe ich gesucht. Extra Luck nutzen wir direkt. Komm, Luckshot. Nein! Das ist kein Luckshot. Das war ein Luckshot. Ja. Wenn wir schon mal drauf und dran sind, den fertig zu machen, dann machen wir ihn richtig fertig. Genau. Ach, der kommt nicht mal im nächsten Zug zu mir. Das ist ja easy. I love it. Nö, ich greife ihn nicht an. Kannst du vergessen? Oh ja, ich habe eine gute Armee. Eine richtig gute Armee. Gefällt mir. Okay, einfache Master of Ice. Genau das wollte ich haben. Master of Ice. Weil im Moment habe ich einen Ice Bowl zur Verfügung. So, was haben wir hier? Milizen? Was? Die wollen kämpfen? Das ist sinnlos. Meiner Meinung nach, die kommen bis dahin, dann laufe ich hier hin. Das ist absolut sinnlos, was die da vorhaben. Die hätten sich mir anschließen sollen. Ich hätte sie in wunderbare Kreaturen verwandelt. Wie viel Damage macht er jetzt? Viel mehr Damage macht er eigentlich nicht. Ein bisschen enttäuschend. Irgendwie Makal, ich habe... Agrael hatte ich da ein bisschen besser in Erinnerung in Sachen Damage. Ich weiß nicht so recht. Könnte sein, dass er mehr auf Wissen geht. Ja, her damit. Ja. Aber ich sehe schon, durchs Leveln kriege ich auch immer mehr Leute. Ein paar Zauberer für... eher un... irrelevante Ressourcen. Nee, danke. Magic Scroll of Fluch der Unterwelt. Naja. Gute Übersetzung. Was? Natürlich Kloster. Schön. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Wollen wir kämpfen? Nein, natürlich nicht.
Dann auch hier. Wir haben so viel Kosten hier. Oh, Vampire. Ich glaube, ich werde meine Bogenschützen gleich los. Wobei, ich habe keine Eile. Ich könnte schnell zurückrennen. Und die Bogenschützen einfach abgeben, weil dann... Ja, ich hätte sie ja auch nutzen können. Gegen den nächsten Gegner, aber... Nee. Stallungen. Ja doch, wenn ich schon zurücklaufe, dann kann ich die Stallungen gleich nutzen. Stallmeister. Man merkt, dass das eine stupide KI ist, die nur hin und her fährt, weil sie die ganzen Rohstoffe, die da auf dem Meer sind, nicht einsammelt. Die hat noch keine geistige Freiheit. Wenn ich dich hier abliefere, dann habe ich Platz für die Vampire. Ein Turnierplatz hier, warum nicht? Dann kann ich mal hier richtig alles ausbauen. Hoffentlich geht auch die Magiegilde hoch genug, damit ich hier gute Spells erlernen kann. Das wäre schon wichtig. Wäre das schon richtig wichtig. Greifen! Ah, gut. Das bedeutet ein paar Untote für meine Armee. Die greifen. Süß! Oh, yes! Schön geschlitzt hier. Und tot. Ich mag irgendwie die Skelette, wie sie hier aussehen. Wenn ich so bedenke, die ganzen Editionen, Heroes 6 und Heroes 7, die ich sonst gespielt habe, finde ich sie hier am coolsten. Vom Aussehen her. Mir gefällt dieses schöne grüne Leuchten. Ah. Sieht so aus, als hätten sie was Leckeres zum Mittag gehabt, was da aus ihrem Mund rauskommt. Diese Dämpfe. Ja, das Design der Einheiten gefällt mir sehr gut. Dachte mir schon, hallo? Ein paar Vampire, wie passend gerade, weil hier sind noch mehr Vampire. Und wir würden sich alle mehr anschließen. Warte mal, Vampir... Oh, ich habe Vampirfürsten. Natürlich sind dann die besser. Das heißt ja natürlich. Ah, doch. Angriff. Angriff ist die beste Verteidigung. Oh, langsam könnte ich doch Gold gebrauchen. Ich habe schon lange nicht mehr hier irgendwelche Goldsachen bekommen. Oh. Mal eine falsche Taste gedrückt und hier haben wir Koordinaten. Wozu auch immer. Ich wollte eigentlich das da, um zu sehen, habe ich da irgendwas vergessen, irgendwas liegen gelassen. Sieht nicht so aus. Gut. Dann will ich Fluch der Halt. Überlegen wir uns mal nochmal genauer. Brauche ich die Edelsteine nicht wirklich? Die Rolle brauche ich auch nicht. Oh shit, hier können sie ja auch landen, oder? Das sieht so aus. Ja, die können da auch landen. Ja gut, aber dann haben sie erstmal einen längeren Weg zu mir. Und dann habe ich deren Schiff, theoretisch. Von daher vielleicht nicht so wild. Ja, die Magiegilde. Ausbauen. Ach, shit, Eisblitz kenne ich schon. Okay. Habe ich die Insel jetzt geschafft? Oh, was ist das? Challenging. Nervig. Challenging ist blöd. Challenging ist sehr teuer von den Kosten her. Challenging bedeutet, hunderte von Truppen sterben. Challenging lass mal lieber mal. Ich muss zur Werft als nächstes. Aber erstmal hier das weiter ausbauen, oder? Ja. Oh, das geht sogar... Oh, Engel kriege ich auch noch in dieser Mission. Oh, shit. Nice one. Ich kriege ja hier voll die Truppen. Sehr gut. Ich habe es erhofft, dass sie abhauen.
Soll ich ein Level? Ja! Basic Occultism wird mir wieder Cold Death. Sage auf Winterspell, gains plus 2 Spellpower. Adler und All Frostbells will be more powerful. Cold Death hört sich geil an. Ha. Basic Occultism. Was war nochmal die Alternative? Also entweder Basic Occultism. Warte mal, ich brauche Disempowered Spell. But Mana kostet es doppelt. Das kann ich gut gebrauchen. Empowered Spells. Ja, das ist sehr gut. Das ist auch nicht schlecht. Consume Corps. Dann kriege ich immer durch die wieder meinen Mana zurück. Bonus. If the hero doesn't learn destructive. Ja, das habe ich gelernt. Exorzism, Spellpower extra, wenn casting Dark Magic. Das ist nicht so wichtig. Join the heroes. Das ist lustig. Das andere war das da. Schnelligkeit, reduced, okay. Mass Spells are not affected, aber ich spiele ja später immer nur Mass Spells. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Also das oder das. Na gut, dann nehmen wir Basic Occultism. Ich glaube, das ist ganz gut. Als letzten Skill. Schön. Extra Spellpower. Und Empowered Spells wäre echt nice. Nice. Gut. Schön. Dann hier rein und... Erst... Ah, nein. Die Woche ist gleich zu Ende. Erstmal Engel. Dann liegt es jetzt daran, eine Armee aufzubauen. Eine ordentliche Armee. Richtig ordentlich. Ordentlich Money bekommen. Und jetzt noch Kapitol. So. Die geben noch mehr Money. Die und die kommen hier in die Base. Und was mache ich? Ich habe jetzt mal Zauber gelernt. Stellmeister. Schön. Was mache ich jetzt? Warten. Ich baue jetzt erstmal ordentlich aus. Was ist denn das? Todesritter. Neutral. Kriege ich genügend Geld zum Ausbauen? Ja, eigentlich schon. Oh, Stein. Und Gold. Stein und Gold. Das ist das nützlich? Ja, wobei... Ja doch, oder? Das ist auch nützlich, um die Produktion zu erhöhen. Warte, hier hinter war doch auch noch bestimmt ein Rohstoff. Ja! Kristall. Brauche ich bestimmt für die Engel. Deswegen gibt es hier Kristall. Jetzt können eigentlich die Gegner herkommen. Ich bin bereit. Ich bin bereit für sie. Zur Not kann ich mir Truppen holen. Vermutlich. So. Oh, das habe ich ja noch gar nicht. Merke ich gerade. Eigentlich brauche ich es auch nicht wirklich. Ich werde die niemals mitnehmen wollen. Mit Makal. Gehen wir auf Ressourcen. Habe ich hier irgendwo einen Handelsposten? Nee, ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwas in der Art bekommen zu haben. Dort oben war ich hier. Oh, da liegt Gold. Das Gold kann ich gebrauchen. Ich müsste vielleicht an den Kolossen doch vorbei. Kolosse. Ich glaube, Kolosse können nicht fernkämpfen. Kann das sein? Wir werden es jetzt herausfinden, würde ich mal sagen. Verbleibende Schüsse 0. Ja, die können nicht fernkämpfen. Gedankenkontrolle. Hört sich... nicht schön an, Gedankenkontrolle. Wobei, sind wir nicht immun gegen Kontrolle von Gedanken und so? Als Untote? Sollte, oder? Ah, die halten einiges aus. Na gut. So, Eisring. Ah.
Okay, einer schon mal weg. Und dann können wir uns auf den anderen konzentrieren. Es waren bloß zwei. Gut. Dann wird es einfach. Hast du No Retaliation? Keine Gegenwehr des Feindes. Dann kannst du angreifen. Du hast noch nicht so ein cooles Schwert. So ein leuchtendes, grünes Schwert. Der greift zurück an, aber das macht, glaube ich, nichts. Einschlag. Ja. Kann ich abhaben. Aber ich merke schon, gegen die Titanen wäre es schon schwieriger. Das war jetzt ziemlich easy, aber gegen die Titanen... Holy moly, das wäre schwierig. So, die wollen sich anschließen. Bitte gerne. Dann holen wir uns hier da oben die Spellpower und noch... natürlich auch das Gold. So. Sollen mal die Kätzchen herkommen zum Spielen. Ich brauche nicht. Warten oder angreifen? Ach, angreifen. Den da debuffen, den da fertig machen weiterhin. Oh, schön. Oh, so stark sind die Vampire irgendwie nicht. Hab da ein bisschen mehr erwartet, aber gut. Gut, 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 gut. Gut. So. Die Kätzchen kommen nicht weit und jetzt werden sie beballert. Gut, dass ich den Eisring habe. Habe ich den jetzt gerade gelernt? Das ist super, dass ich Master of Ice wurde. Oder habe ich das durchs Master of Ice gelernt? Kann auch sein. Ja. Oh, und schon habe ich keine dunkle Energie mehr. Aber lohnt sich. Ja, jetzt brauchen wir... Artefakt gefunden. Was ist das für ein Artefakt? Was ist das? Backpack. Every week the hero receives an amount of crystals equal to his knowledge durch 2. Okay, Quest, Set-Items sind coole Items, also ziemlich starke Items, finde ich, die hier so manchmal rumliegen. Finde ich cool. Ich krieg Kristalle. Schön. Kristalle kann ich auch gut gebrauchen. Nice. Mehr Ressourcen also. Weil ich muss... Oh, hallo, hallo, hallo. Willst du... Kommt er jetzt her? Oh, shit. Jetzt habe ich da das Tor geöffnet. Jetzt kommt er bestimmt her. Naja, dann warten... Widmen wir und holen wir uns noch ein bisschen Spellpower. Jetzt ist die Gefahr niedrig. Was ist eigentlich das Schiff? Keine... Hier sind mehrere Galeere. Große Ruhe für Seereisen. Sind beide für Seereisen geeignet. Gut, wenn jetzt die KI durchkommt, weil ich da das Tor geöffnet habe, dann sei das so eben. Was ich brauche, sind stärkere Priester. Upgraden auf Inquisitor. Dann gönnen wir uns gleich noch ein paar Inquisitoren. Und tauschen die aus mit... den Zombies. Bogenschützen hätte ich zwar auch sehr gerne, aber jetzt sind sie noch useless. Okay, orangener Spieler? Nein, kommt nicht zu mir. Okay. Dann, denke ich, werden wir kurz noch ein bisschen warten. Weil ich brauche noch die Bogenschützen. Oder ich will noch die Bogenschützen. Das ist eigentlich auch nicht verkehrt. Ja, wobei, ich brauche es nicht zwingend. Ich habe genug dadurch. Dann warten wir kurz ab, bis ich die Bogenschützen upgraden kann. Und in der Zwischenzeit... Ja, beziehungsweise das mache ich offscreen. Das wird vielleicht maximal 2 Wochen werde ich warten. Und dann...
Dann haben wir eine Truppe zusammen, mit der wir auf hohe See gehen können und die Feinde attackieren. Ja, so ist der Plan. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.